Hallo Leute und willkommen zurück hier in Osteuropa. Ich reite mal schnell bei meinem Dorf vorbei, um zu sehen, dass ich nichts bekomme. Vilna wird belagert, habe ich gehört. Ach du Heilige. Die ziehen aber wieder ab, wie es aussieht. Ist wer in der Festung mit seinem Trupp? Natürlich nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Wie viel Besatzung haben die? 122 Mann mit meinen 200. Oh, das ist eine ganz schön harte Sache. Aber die ziehen hier eh vorbei. Wird Polotsk belagert oder was? Nee. Gut. Dann brauche ich Kohle. Mal wieder. Da-da-dam. Dam, da, dam. Da kommt mir das Feindesland doch gerade recht. Tut mir leid, ihr Schweden. Ich brauche Geld. Ich hasse es eigentlich, Dörfer zu überfallen. Aber ich will nicht, dass meine Moral sinkt. Weil wir kein Geld mehr haben. Und das bringt auch so sehr viel ein, so ein Dorf zu überfallen. Aber das gibt auch, soweit ich weiß, Ehrenabzug. Das ist nicht so besonders schön. Das wiederum ist natürlich schön, weil das richtig schön viel wert ist. Und zack. Jetzt folgen mir hier die blöden Kühe. Ihr befallt zu unschuldige Dörfler. Was? Ihr befallt zu unschuldige Dörfler angreifen? Das kann ich einfach nicht hinnehmen. Es wird nicht wieder vorkommen. Keine Angst. Kannst auch nichts hinnehmen, immer nur am Meckern. Ich will nach Warschau, du Meckerziege. Wow. Ruhig, polnisches Heer, ruhig. Macht mir keine Angst. So, wer hat denn Geld? Ihr habt Geld. Mehl, 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 Mehl. Hier geht's los. Samt, Gewürze, Werkzeuge, Tabak, Rohseide. Oh, das können die sich nicht leisten. Der Pferdehändler, der hat auch einiges. Tabak, Pelze, Salz, Pelze, Leder, Färbemittel, Flachs, Wolle. 4400, das können die sich schon wieder nicht leisten. Verkaufen wir den Dreck halt hier. So. Boah, die haben aber viele Waffen jetzt im Angebot. Ich habe wenigstens endlich wieder ein bisschen mehr Kohle. Ich will mal was gucken. Was kostet denn eigentlich die teuerste Rüstung hier? Die handgemachte schwarze Rüstung kostet 108.000. Stolze Preise. Helme. 27,50. 81.000. Oioioi, ganz schöne Preise haben die hier. Was kosten denn handgemachte Feuerwaffen? Ach du Schande, die sind ganz schön teuer, muss man sagen. Das kann ich mir im Leben nicht leisten, da gucke ich lieber so beim Waffenhändler nochmal. Aber eigentlich bin ich momentan auch ganz gut ausgerüstet. Was sagte der Rüstungshändler? 28,10. Neuer Linienhelm, 31. Meiner. Jetzt haben wir wieder viel Geld ausgegeben. Aber wir verdienen auch viel, denn ich habe hier noch ein paar Rinder. 5. Nochmal 5. Haben wir noch Platz? Ah, nicht mehr viel, da sollte ich erstmal verkaufen. Der Waffenhändler, der hat ganz schön viel Kohle. Aber ich verdiene auch viel mit dem Schinken. Ein Tausender wieder reingefahren. Jetzt kommen noch die letzten drei, die ich schlachte. Und weg damit. Marktplatz. Waffenhändler. Fleisch. Okay, der Sold ist gesichert. Was machen wir jetzt? Was wird denn hier gerade belagert? Kauen! Ich liebe euch, Polen. Ihr seid toll.
Musketiere, Musketiere. Dich kann ich auch befördern. Zeig mir mal deine Fertigkeiten, na? Bisschen was auf Stärke, ne? Was hast denn du? Du hast Schusswaffen. Was gebe ich dir denn? Gib ich dir mal erste Hilfe, das schadet nie. Natürlich auch Feuerwaffen, wenn du Feuerwaffen hast. Plauder nicht mit mir, ich habe genug zu tun. Mit meinem Heldentrupp. Karrenzug der Schwäne. Ich helfe euch. 513 gegen 6. Na, wer wird da wohl gewinnen? Das ist nicht euer Ernst, dass ihr euch formieren wollt, oder? Na, da reite ich halt alleine. Zäh. Nachladen. The Bank. The Bank. Wieder einer weg. Hört auf, meine Offiziere vom Pferd zu holen. Sonst knallt's. Wie ihr schon seht, mit Pistole bin ich auch einfach besser. Ich weiß gar nicht warum, aber das war irgendwie schon, seit ich das Spiel kenne, immer so. Ich habe zwar noch nicht lange gespielt, aber mit Pistole war ich immer am besten. Also bleibe ich auch bei der. Kriege ich ein bisschen Plündergut? Nee, schade. Aber 2 Taler, yeah. Dam. Da-da-dam. Kann ich befördern? Nö. Verdammte Schweden, die machen wir platt. Belagert endlich die Festung. Und gebt mir was ab von dem Zeug, was ihr da drin findet. Ich möchte noch mehr Lehen haben. Wen haben wir denn da? Ein 31er, ja? Fabian! Oh, Fabian! Fabian, du feige Sau! Naja, Versuch war's wert. Oh, wer gegen wen? König Karl Gustav! Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Bleib stehen, du Lump! Wäre wohl gelacht, wenn ich dich nicht bekomme. Zäh. König Karl Gustav. Zäh. Den haben sie ja ganz schön rangenommen. Schade, ich hätte ihn gerne besiegt. Da haben wir auch noch wen, den ich besiegen könnte. Gegnerischer. Wieso gegnerischer? Meine Leute sind doch in der Nähe. Also ihr seid ja Herzchen. Meine Truppen sind hier in der Nähe, beziehungsweise meine Verbündeten. Und was machen die? Ja, wir belagern hier. Tut mir leid, Peter. Wir haben keine Zeit. Musst du sehen, wie du kommst. Mach die bloß platt, damit wir fliegen können. So ein Mist. Ich habe immer ein Glück. Ich dachte, das ist wie bei Robin, dass die direkt mitkämpfen. Feuert aus allen Rohren. Ich will Tote verursachen. Tötet dieses Pack. Ich habe gesagt, ihr sollt sie töten. Baller hier meine ganzen Kugeln. Ich weiß gar nicht, ob ich treffe. Aber ich mache das, was meine Leute auch tun. Abdrücken und hoffen. 3 Tote haben wir schon verursacht. Einfach weiter feuern, Männer. So, ich würde sagen, das ist der Zeitpunkt, wo wir uns dezent zurückziehen. War doch schön. Auf eurer Seite, auf eurer Seite, auf eurer Seite. Wunderbar. So, vielleicht fällt euch eine Möglichkeit an, der Polnischen Republik zu helfen.
Ich fürchte, um die polnische Republik ist es geschehen. Ich würde euch raten, dem Schwedenkönig den Treueeid zu schwören. Was denkt ihr, wer ihr seid? Ich will gegen euch kämpfen. Ergebt euch oder sterbt. Briten angreifen, ganz klar. Sollen sie sich doch in ihr Lager zurückziehen. Vorwärts. Mit meinen Verbündeten ist das kein Problem. Wobei meine Truppen besser etwas zurückbleiben. Man muss es ja nicht riskieren. Wie viele Gegner sind denn auf dem Feld? Habe ich noch Granaten? Nee. Da-dam, 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 da-dam. Die feuern ja auch gar nicht, die Feiglinge. Da kann ich ja feuern. Ich dachte, die feuern jetzt sonst wie auf uns, aber die wollen nicht. Und mit Schmackes rüber. Jetzt stirb. Du natürlich auch. Boah, der legt voll auf mich an, die Sau. Ich frag mich, warum ihr nicht feuern wollt. Okay, okay. Da habe ich doch was getroffen. Da habe ich doch schon wieder was getroffen. Hör auf mich zu zielen. Was denkst du, wer du bist? Richtig so. Knallt die Lappen weg. Solange wir noch Kugeln haben, werdet ihr sterben. Die feuern auch kein Stück. Die gehen nur in den Nahkampf. Warum auch immer. Du kannst nicht fliehen. Nochmal, zwei Kugeln hätte ich noch. Boah, der braucht noch eine. Hey, das war meiner. Tun wir, was wir am besten können. Ihr könnt nicht fliehen. Nicht vor meiner Macht jedenfalls. Und vor der Macht Polen gleich gar nicht. Oh, du Sau, Respekt. Seid ihr Polen? Ich denke nicht. Ihr seht aus wie meine Infanterie. Ach nee, ihr seid gar nicht meine. Ich habe gar keine deutschen Infanteristen. Wie sieht's aus? Ein Feind ist noch am Fliehen, ja? Holt euch das Schwein. Wer hat das Pony hier hingestellt? Verschwinde! Komm schon, Peter, komm schon, drück drauf. Drück drauf, Pferd! Nein, 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 nein! Erledigt. Ach, das war ein schöner Kampf. Das war ein schöner Kampf. Wir haben auch gar nicht mal so viele Toten. Tote, nicht Toten. Zack. Ah ja, ich hatte ein Level up. Da war ja was. Schauen wir doch gleich mal nach. Bei Stärke geht's wieder los. Was brauche ich denn alles? Konstrukteur, gestattet euch den Bau von Belagerungsausrüstung und den Ausbau von Lehen. Na, ich glaube, ich mache da mal einen Punkt rein. Auf Feuerwaffen kann ich nicht trainieren, darauf auch nicht. Naja, gut. Trotzdem ist mein Heer ganz schön klein geworden. Was mir sehr missfällt. Wir reiten mal nach Trakai. Ich hoffe, dort Kohle zu bekommen. Und dann reiten wir wieder ins gute alte Polen und rekrutieren uns neue Leute. Beziehungsweise lassen neue Leute ausbilden.
Und da haben wir auch schon Geld. Und Banditen auch noch. Na, sowas. 48 Banditen, die mache ich fertig. Wenn mein Pony mitmachen würde. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Lasst mich gefälligst nachladen. Au! Warum? Ich war doch gerade am Wegreiten. Damit hasst mich mein Dorf jetzt ein wenig. Gut, okay. Tut mir leid, Rakai. Ich hab getan, was ich konnte. Nämlich die Steuern einholen. Hahaha. Okay, Stadtzentrum. Ich rekrutiere erstmal die Männer und dann gehe ich wieder weg. Und guck mich erstmal um, was wir jetzt so alles bekommen haben. Zum Beispiel diese schottischen Schwertkämpfer, die sehen echt cool aus. Erzählt mir mal was über euch. Zweihandwaffen 130, Einhand 150, 60 Gesundheit, die sind gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Ach, das sind die mit den Bögen hier. Was habt ihr mir denn so zu erzählen? Bogenschießen 90, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Gut, dann gehen wir jetzt los und geben unsere Kohle aus. Zunächst einmal natürlich deutsche Musketiere, die dürfen nicht fehlen. Geflügelte Husaren erst recht nicht. Litauische Tataren. Schottischer Schwertkämpfer. Und das reicht mir. Auf zur nächsten Stadt. Wo ist denn die nächste? In Lublin. Da holen wir uns jetzt noch das gleiche Heer ran. Heilige Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Verdammte Schnellreise. In meinem eigenen Reich. Wisst ihr was? Wir sehen uns beim nächsten Mal.